Willkommen zu Glas und Beton, Manifestationen des Unmöglichen. Kommen Sie mit auf einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung im Museum Martha Herford. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf diese beiden unterschiedlichen Materialien, die die Architekturgeschichte so nachhaltig geprägt haben. Im Entree der Ausstellung begrüßen zwei Schubkarren die Besucher. Das Werk Arbeiten im Reichtum von Stefan Huber ist wie ein sinnbildlicher Einstieg in die Thematik der Ausstellung. Es verbindet die beiden Materialien, die hier thematisiert werden. Und zugleich macht es auf einen Schlag die Gegensätzlichkeit von Glas und Beton offenbar. Barocke Kronleuchter blockieren die Arbeit der Schubkarren. Als Radersatz oder auf der Fläche, auf der vermutlich Schutt und Beton transportiert werden. Das Kopfkino setzt sich beim Betrachter in Gang. Von der Baustelle zum fertigen Palast. Poetisch und metaphorisch zugleich. Mit einer guten Portion Ironie. Mich spricht das Werk von Stefan Huber aber auch an, weil es mit Erwartetem bricht, weil es neugierig macht auf die Ausstellung, die sich mit zwei Stoffen befasst, die die Architektur seit Jahrhunderten prägen und die bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Werfen wir also einen Blick hinein in Glas und Beton, Manifestationen des Unmöglichen. Das zweite Werk, das ich Ihnen vorstelle, nutzt die Transparenz von Glas zu einer besonderen Aussage. Die bunten Glasscheiben des französischen Künstlers Daniel Buren konnte man 2012 im Pariser Grand Palais sehen. Im Martha hängt die runde Scheibe mit dem Muster aus Glas in einem Abstand vor der Museumswand. Man kann die Farben des Werkes so auch auf der Wand sehen. Das Licht projiziert sie auf die weiße Fläche. Denn Daniel Buren interessiert ganz besonders die Transparenz von Farben. Wenn ich dem Lichteinfall folge, dann entdecke ich die Farben des Kunstwerkes auf der Museumswand. Es lohnt sich, den umliegenden Raum im Blick zu behalten, um so die Absicht des Künstlers hinter dem Kunstwerk zu entdecken. Die Skulptur von Isa Gensken aus dem Jahr 2017 übt eine merkwürdige Anziehungskraft auf mich aus. Sie hat in etwa die Größe eines Menschen und ist so ein direktes physisches Gegenüber für die Besucher. Sie schlägt mit ihren Formen den Bogen zur Urbanität. Sie besteht aus einer brüchigen Betonoberfläche. Man sieht Elemente aus der Architektur, eine Wand, eine Tür und auch eine Treppe. Doch was für eine Architektur ist das überhaupt? Ist das Gebilde bewohnbar? Ist es empfangsbereit mit seinen beiden Antennen? Und was empfängt es? Kann es überhaupt etwas empfangen? Architektur ist ein immer wiederkehrendes Thema im Werk von Isa Gensken. Architektur macht immer auch die Werte einer Gesellschaft deutlich. Das vielfältige Werk der undefinierbaren und charismatischen Künstlerin weist viele Brüche auf, ist nie eindeutig, befeuert den gesellschaftlichen Diskurs und eröffnet kritische Blicke auf die Gegenwart. So auch hier. Die Künstlerin Elin Hansdottir wurde 1980 in Reykjavik geboren.
Der Titel Ihrer Arbeit, Counteract, heißt übersetzt in etwa entgegenwirken. Und man sieht auf den ersten Blick, dass diese Arbeit etwas mit Statik, mit Gleichgewicht zu tun hat. Man wird von ihr aufgefordert, um sie herumzugehen, sie von allen Seiten zu betrachten. Und man ertappt sich ab und zu dabei, dass man denkt, ein kleiner Anstupser hier und die ganze Plastik fällt in sich zusammen. Martin Walde lohnt sich oft ein Blick auf die Titel seiner Arbeiten. Diese heißt Solvent Scale, das bedeutet so viel wie verflüssigter Maßstab. Die Installation erinnert an eine übergroße Versuchsanordnung aus dem Chemieunterricht. Man ist aufgefordert, um die Installation herumzuwandern. Und tatsächlich stammen die Glasbehälter mit ihren aufgedruckten Messskalen aus einer Industrieanlage. In dieser wurden Substanzen wie Lösungsmittel hergestellt und auch zurückgewonnen. Martin Walde bedient sich eines eigens entwickelten Verfahrens, mit dem er die Körper aus Hartglas erhitzt und danach verformt. Die geeichten Skalen wurden so gezielt verformt, ihr Zweck ad absurdum geführt. Er verkehrt den Zweck dieser Industrieanlage ins Gegenteil und eröffnet so den Blick auf organische und geisterhafte Glaswesen. In diesem Sinne möchte ich diesen kleinen Rundgang mit einem Zitat von Kiki Smith beenden. Ich mag Glas vor allem, weil es eine Flüssigkeit ist. Es erinnert immer daran, dass die Dinge nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Vielleicht erinnern Sie sich ja an diesen Ausspruch, wenn Sie das nächste Mal ein Glas in der Hand halten oder etwas aus Beton betrachten. Vielleicht erinnern Sie sich daran, ganz im Sinne dieser Ausstellung im MATA, ein zweiter Blick hinter die Oberfläche der Dinge lohnt.